Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu Folge 13 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden, Heroen und große Magier. Und heute soll es um den lateinisch schreibenden und sprechenden Dichter Apuleius gehen, der eine ganz entzückende Erzählung geschrieben hat, nämlich Amor und Psyche. Also heute geht es eigentlich um den Gott Amor und seine Gemahlin, die Psyche. Amor, der römische Gott der Liebe, oft auch Cupido genannt, verkörpert sexuelle Leidenschaft, Begierde. Er wird in der Regel als junger Mann dargestellt, oft auch als halbwüchsiger Knabe mit Pfeil und Bogen, mit einem Pfeil, der direkt in die Herzen der Menschen trifft und sie seiner Macht unterliegen lässt, einer Macht, die alle andere Macht übersteigt, denn Omnia vincit amor, der Gott der Liebe besiegt alle, auch die größten Götter. Seine griechische Entsprechung war der alte Gott Eros, der eben nun in Rom eine doch neue Prägung, eine sehr viel graziösere, sehr viel spielerische und amüsantere Prägung erfährt als der alte Gott Eros. Als seine Eltern gelten die griechischen Götter Aphrodite und Ares, also Schönheit und Krieg. Wir werden das auch in der nächsten Sitzung sehen, dass sexuelle Begierde und Zerstörung, Krieg miteinander zu tun haben und so auch miteinander kombiniert werden. Manchmal werden auch Hermes oder Zeus als Väter genannt. Also im Römischen sind dann die Eltern Venus und Mars eben die römischen Entsprechungen für Aphrodite und Ares. In der griechischen Welt hat Eros zu den ersten Göttern gezählt, die nach dem anfänglichen Chaos entstanden sind. Und bei Sophokles hatten wir gesehen, dass in dem Stück Antigone der Macht des Eros der Haimon erlegt und sich umbringt, weil er den Verlust von Antigone nicht verkraftet. Eros unbesiegt im Kampf. In der griechischen Klassik ein schöner Jüngling mit Peitsche und Netz. Dann in der späteren Zeit im Hellenismus, also ab dem 4., 3. vorchristlichen Jahrhundert, ein Kleinkind, halbwüchsig mit Flügeln. Und dann in der Philosophie, die eben in der griechischen Klassik entsteht und von den Römern übernommen wird und weitergeführt wird, ist die Liebe Amor, die sexuelle Begierde, abgegrenzt von der Philia, von der Freundschaft, von der Agape, der Nächstenliebe und genau eben die dritte Komponente ist diese Leidenschaft, die Begierde, das sexuelle Begehren. Bei Euripides wird Eros noch als Beherrscher der Menschen gezeigt, zerstörerisch, unheilbringend in dem Stück Der begrenzte Hippolytus. Und diese Macht der Liebe, die einen unwiederbringlich zu einem anderen Menschen hinzieht, sexuell hinzieht, das ist eine Kraft, die schon bei den Vorsokratikern, bei Parmenides zum Beispiel, angedacht wird, als eine weibliche Schöpfungsgottheit, da noch namenlos, dem man dann eben den Namen Eros gibt, und bei Empedokles eben eine der zwei Kräfte wird, die den Kosmos beherrschen,
die einerseits Anziehung und andererseits Abstoßung. Es ist in der klassischen Philosophie eine Kraft wider die Vernunft. Das ist eine Komponente dieser erotischen Kraft bei den Griechen. Andererseits hat es durchaus auch eine vernünftige Variante, nämlich in der homoerotischen Liebe zwischen Lehrer und Schüler, in der eben Wissen vom älteren Weisen auf den Jüngeren übertragen wird. Eine große Hymne, Rede, Preisrede hält dann Sokrates auf die Kraft der Liebe in dem von Platon aufgeschriebenen Werk Symposion, wo Sokrates sagt, Liebe, Eros, ist die Empfindung eines Mangels. Man spürt in sich einen Mangel, den man ausfüllen will, indem man nach etwas strebt, was einem Vollendung bringt. Das Streben nach dem Schönen und Guten dann auch sehr spirituell gemeint, was dann eben auch zu so etwas wie dem späteren christlichen Liebesbegriff führen wird. Aber dieses Streben nach Vollendung, was wir ganz banal heute in dem Satz wiederfinden, du machst mich ganz. Kehren wir zur römischen Antike zurück, zu Apuleius, zu seiner Erzählung Amor und Psyche. Hier ist der Held Amor, ein junger Mann in einer Liebesgeschichte. Er ist kein allgewaltiger, kein allmächtiger Gott, sondern ein verliebter junger Mann, der Pech hat, dass seine Mutter die Göttin Venus ist, die mit seiner Liebe zu einer schönen jungen Frau gar nicht einverstanden ist. Zunächst ein bisschen etwas Biografisches zu Apuleius. Apuleius, geboren um 123 im Nordosten Algeriens, also an der afrikanischen Nordküste, ein antiker Schriftsteller, Redner, Philosoph. Sein Hauptwerk, die Metamorphosen, auch bekannt als der goldene Esel, aus dem diese Geschichte stammt. Sie ist wirklich nun berühmt geworden und hat in vielen Erzählungen, Bildwerken überlebt, bei Hunderten von Dichtern, Schriftstellern, Malern, Bildhauern, Komponisten, Choreografen. Alle sie haben auf diese Geschichte immer wieder zurückgegriffen, weil sie ganz entzückend ist. Apuleius stammte aus einer wohlhabenden Familie römischer Bürger. Sein Vater war Angehöriger der zweiköpfigen Stadtregierung von Madauros. Und Apuleius hat beim Tod seines Vaters ein großes Vermögen geerbt, gemeinsam mit seinem Bruder. 2 Millionen Sesterzen, das kann sich nun wirklich sehen lassen. Er ging zu guten Schulen, zuerst in Madauros, dann in Karthago. Schließlich entschied er sich für ein Philosophenstudium, ging nach Athen, Griechenland, das eben auch in dieser Zeit noch das Zentrum der Philosophie war. Und dort vervollkommnete er seine Allgemeinbildung und seine Kenntnisse auch in der Dichtkunst, aber auch in allgemeinbildenden Disziplinen wie Geometrie und Musik, die ja zum großen Kanon des akademischen Wissens gehören. Er war dann Schüler von mehreren Philosophielehrern, hat sich in Griechenland auch in eine Reihe von Mysterienkulten einführen lassen. Und dieses religiöse Geheimnis, das hat ihn immer interessiert. Man hat ihm später den Ruf beigelegt, er sei ein großer Magier gewesen. Er kommt dann nach Rom, ist eine Zeit lang dort auch als Anwalt tätig, hält Vorträge über philosophische und religiöse Themen und verbringt dann seine letzten Lebensjahre in Nordafrika. Er heiratet eine reiche Witwe, die ihm
deren Sohn ans Herz legt. Der Sohn hatte Angst, dass er um sein Vermögen gebracht werden könnte bei einer weiteren Heirat seiner Mutter. Und so hat er eben Apuleius gebeten, seine Mutter zu heiraten und damit auch das Vermögen für ihn zu sichern. Der Bruder von dem ersten Ehemann dieser Mutter hat daraufhin einen Prozess angestrengt gegen Apuleius und mit der Begründung, Apuleius habe diese Frau magisch beeinflusst. Aber Apuleius konnte sich in einem Prozess reinwaschen, auch aufgrund seiner hervorragenden Rednerkunst. Er ließ sich dann in Karthago nieder und übernahm dort ein Priesteramt. Nach dieser Zeit verliert sich seine Spur und Ort und Zeitpunkt seines Todes sind nicht bekannt. Nun, sein Hauptwerk sind die Metamorphosen, eben auch wieder ein Werk, das den Gestaltwandel zum Thema hat, aber ganz anders als das, was wir dann bei Ovid vorgefunden haben. Aber es geht um einen großen Gestaltwandel, nämlich den des Helden dieses Romans, Lucius, der durch unglückliche Umstände in einen Esel verwandelt wird. Und in Eselsgestalt erlebt er nun schreckliche Abenteuer. Er wird immer wieder verkauft, kommt immer wieder in andere Hände, behält aber seinen menschlichen Verstand und sieht nun die Welt der Menschen aus dieser Perspektive heraus. Unter anderem wird er auch von Räubern entführt, gemeinsam mit einem Mädchen namens Charité. Und in diesem Zusammenhang der Entführung dieses Mädchens von Räubern wird dann diese kleine Erzählung Amor und Psyche in den Roman eingeschaltet. Er wird weiterverkauft. Am Ende des letzten Buches, des 11. und letzten Buches, wendet sich Lucius an die Muttergöttin, bittet sie um Hilfe. Und es gelingt ihm dann tatsächlich, dass er zurückverwandelt wird in Menschengestalt und schließlich Einweihungen in die Mysterien von Isis und Osiris erlebt und dort zum Priester berufen wird. Seine Abenteuer kommen zu einem glücklichen Ende. Nun kommen wir auf diese Erzählung Amor und Psyche zu sprechen. Nachdem Charité von Räubern entführt wurde, erzählt die alte Haushälterin der Räuber diesem Mädchen eine Geschichte, um sie vom Leid abzulenken. Und das ist die Geschichte von Amor und Psyche. Und die geht nun folgendermaßen. Psyche ist die jüngste und schönste von drei Töchtern eines Königs und einer Königin. Sie wird wie die große Göttin Venus, die Liebesgöttin, wegen ihrer außerordentlichen Schönheit gepriesen und erregt den Ärger der großen Göttin. Daraufhin beauftragt Venus ihren Sohn Amor, dafür zu sorgen, dass sich die Rivalin in den verächtlichsten und unglücklichsten aller Männer verliebt und so muss Psyche auch aufgrund dieses Fluches allein bleiben, denn niemand wagt sich gegen diesen Richterspruch der Venus zu lehnen. Schließlich beauftragt der verzweifelte Vater das Orakel des Gottes Apollon, er möge Anweisungen geben, was mit dem Mädchen zu geschehen habe. Und der Gott gibt die Anweisung, das Mädchen als Braut zu schmücken und auf einem Gebirgsfelsen auszusetzen. Dort werde ein schreckliches Untier auf sie zufliegen und sie zur Frau nehmen. Die Eltern folgen dem Orakelspruch. Psyche erklärt sich einverstanden. Das Monster erscheint aber nicht, sondern ein Windchen, der Zephyr, trägt Psyche hinab in ein Tal,
wo sie einschläft, und als sie aufwacht, wacht sie in dem schönsten Palast auf, den man sich nur vorstellen kann, von überirdischer Schönheit. Und ihr begegnet nun nächtlicherweise eine körperlose Stimme, die zu ihr spricht, und ein Wesen, das sie beschläft und von dem sie sogar schließlich schwanger werden soll. All das geschieht in Dunkelheit, Psyche erkennt nicht, wer ihr dabei wohnt, und so verbringt sie lange Zeit glücklich, ein glückliches Leben im Palast, bis eben auch sie sich wieder mit ihren Schwestern treffen will. Sie hat Heimweh und die Schwestern kommen und stellen fest, dass es ihrer Schwester hervorragend geht. Sie selbst haben alte, hässliche Männer heiraten müssen, aber gerade diese Schwester, die doch ein Monster heiraten sollte, der geht es hervorragend. Sie setzen böse Gedanken in den Kopf von Psyche und sagen zuletzt auch, sie soll sich doch einmal angucken, wer ihr da nächtlicherseits beiwohnt, und das muss ja ein furchtbares Ungeheuer sein. Und so verdorben durch den Rat der Schwestern, besorgt sich Psyche eine Öllampe und auch ein Messer und holt das hervor, als dieses Monster, das ihr dabei gewohnt hat, in der Nacht eingeschlafen ist. Und unter dem Licht der Öllampe erblickt sie nun den schönsten Gott, den man sich vorstellen kann, nämlich den Gott Amor. Das Unglück will es, dass ein Tropfen Öl auf Amors Schulter fällt, er wacht auf und verlässt sie. Nun erkennt Psyche, dass die Schwestern sie ins Unglück gebracht haben, und vor allem Venus erfährt nun, dass Amor ihre Anweisung missachtet hat und sich mit dieser wunderschönen Frau verbunden hat, obwohl doch gerade das nicht ihrem Willen entsprach. Psyche begibt sich nun auf die Suche nach dem verlorenen Amor und muss sich Venus ausliefern, die allen Gottheiten sagt, man darf dieses Mädchen nicht unterstützen. Venus lässt sie foltern, stellt ihr unlösbare Aufgaben, die Psyche alle meistert. Und darunter sind dann Aufgaben, bei denen sie Unterstützung von Tieren und Pflanzen bekommt. Es helfen ihr die Ameisen, das Schilfrohr und ein Adler und schließlich sogar ein Turm, der, als sie bei der letzten Aufgabe ihr den Rat gibt, wie sie sich zu verhalten hat, nämlich die letzte Aufgabe besteht darin, dass Psyche in die Unterwelt zu Proserpina, des dort herrschenden Gottes Pluto, steigen soll, um ein Gefäß mitzubringen, eine Büchse, die ein Schönheitselixier enthalte, was Venus haben will. Psyche gelingt der Gang in die Unterwelt, aber schließlich ist sie doch neugierig und sie öffnet die Büchse entgegen dem Befehl, sie nicht zu öffnen. Und in der Büchse ist nun kein Schönheitselixier, sondern der Dauerschlaf, der sie befällt und aus dem sie nicht mehr aufwacht. Amor, auch verzweifelt, dass er seine Geliebte gefunden hat, findet und weckt Psyche auf und steckt den Schlaf in die Büchse zurück. Und nun wendet er sich an seinen Vater, den Göttervater Jupiter, und bittet ihn um Hilfe. Psyche kann diese Büchse der Venus abliefern. Eigentlich hat sie jetzt alle Prüfungen bestanden. Und tatsächlich erbarmt sich Jupiter ihrer und findet eine Lösung. Er reicht Psyche einen Becher mit himmlischem Ambrosia, und dadurch, durch diese Nahrung, erlangt sie Unsterblichkeit, wird in die Welt der Götter aufgenommen, und auch Venus kann nichts mehr gegen diese akzeptable Braut für ihren Sohn machen. Unter den Göttern feiern Amor und Psyche Hochzeit und bekommen eine Tochter, die Voluptas, Wonne genannt ist. Und diese Geschichte nun
die in der Götterwelt spielt, mit Menschen, mit einem wunderschönen Mädchen, ist nun eine Unterhaltungslektüre geworden. Schon am Anfang steht der Satz, du wirst dann Vergnügen haben. Und das ist das erklärte Ziel dieses Dichters, der nun keinen ernsten Göttermythos mehr beschreiben will, sondern unterhaltend sein will und eine Geschichte schreiben will, die zwar unter den Göttern spielt, aber sehr menschlich ist. Und diese Lektüre, die liest man dann im stillen Kämmerlein, amüsiert sich und findet darin Gottheiten, die dem eigenen menschlichen Umfeld doch auch mehr oder weniger entsprechen. Das sind keine gewaltigen Naturaspekte mehr, wie wir sie in den frühen archaischen Religionen treffen, sondern sehr menschliche Götter mit sehr vielen Eigenschaften, die kleinlich und kleinmütig sind. Das ist so sprichwörtlich geworden für dieses Buch und für dieses Werk von Apuleius, dass der Kaiser Septimius Severus einem Rivalen vorgeworfen hat, dass er wirklich kein gebildeter Mann sei, denn er lese nur die Metamorphosen des Apuleius. Also eine amüsante Lektüre, die man beim Genuss von einem guten Wein auch zu sich zieht. Es kommen darin gewöhnliche Menschen vor, aber gewöhnliche Menschen, die außergewöhnlich schön sind, die über das normalmenschliche Maß hinaus schön sind, was man liebt, besonders schöne Männer, besonders schöne Frauen bei Liebesgeschichten, das ist ja heute noch so der Fall. Und dieses menschliche Moment der Geschichte eröffnet eben die Geschichte auch einer Interpretation, die dann in den psychologischen, psychoanalytischen Deutungsrahmen übergehen kann. Es ist eine Erfindung eines Autors. Ein Roman, ein Märchen und kein Mythos mehr. Und es beginnt mit den Worten: Erat in quadam civitate rex et regina, hi tres numero filias forma conspicuas habuere. Einst lebten in einer Stadt ein König und eine Königin, die hatten drei besonders schöne Töchter. So beginnen auch die Märchen, die wir uns in unserer Kindheit noch gehört haben. Und eine dieser drei Töchter ist eben besonders schön und erreicht die Missgunst der zwei anderen Frauen und vor allem auch der Göttin Venus, die schon ein bisschen alt geworden ist, aber als Göttin der Schönheit eben noch nicht ausrangiert werden will und vor allem will sie auch noch nicht als Großmutter angesprochen werden. Und so wird sie sozusagen eine böse Schwiegermutter eigentlich. Wir kennen diese bösen Stiefmütter aus dem Märchen zum Beispiel, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land. Das sind ältere Frauen, die mal wunderschön waren, und die es nicht ertragen können, dass sie jetzt durch jüngere und hübschere Frauen abgelöst werden. Und ihr Gott ist nun eben der Sohn Amor, der Gott der Liebe, der schönste Mann, der dieses Mädchen unerkannt nächtlicherweise besucht. Und vermutet wird dahinter ein Monster, eine Schlange, die ihr dabei wohnt. Und auch hier haben wir wieder dann ein altes Motiv, was wir auch in der Bibel, in der Genesis wiederfinden, eben die Erkenntnis des Mannes als Schlange, was eben auch eine Umdeutung des Penismotivs ist. Diese Geschichte ist eigentlich die Initiation eines jungen Mädchens, einer Jungfrau zur Frau, die vom Mann erkannt wird, die
Und eine klassische Initiation, wie wir sie beschrieben sehen in den Werken von Arnold von Gennep, der das Motiv der Initiation als religionswissenschaftlichem Aspekt herausgearbeitet hat. Eine Initiation ist ein einmaliger Vorgang im Leben der Menschen, wie zum Beispiel Heirat, in der Regel zumindest, und besteht immer aus drei Schritten. Ein Mensch wird zunächst aus seiner alten Gemeinschaft herausgenommen, Exklusion. Und das nächste ist, er muss eine Weile in Gefahr leben, vivre en marge, am Rand der Gesellschaft. Und das dritte ist dann, nachdem er alle diese Herausforderungen und Prüfungen bestanden hat, er wird hineingenommen in eine neue Gemeinschaft, inkludiert Inklusion. Und genau das erfährt ja nun Psyche. Zunächst wird sie dem Tod praktisch ausgesetzt. Sie soll ja vom Felsen herabgestürzt werden und erlebt dann nun in dem Palast und in den späteren Prüfungen durch Venus Todesgefahren. Sie wird auf die Probe gestellt. Zunächst wird sie auch auf die Probe gestellt, dass sie ein paar Sachen nicht erfahren soll. Ihr Ehemann sagt auch immer, sei nicht zu neugierig, lass dich nicht auf diese Verlockungen durch deine Schwestern ein. Aber sie besteht diese Prüfungen zunächst nicht. Und daraus ergibt sich ihr Verhängnis, nämlich, dass sie erkennt, wer ihr da nächtlicherweise beiwohnt. Und nun muss sie mehrere Prüfungen bestehen, die ihr Venus auferlegt und bei der ihr niemand mehr hilft. Weder ihre Schwestern, noch andere Gottheiten, zum Beispiel Ceres und Juno, helfen ihr alle nicht, weil sie Angst haben vor dem Spruch von Aphrodite. Und nachdem sie alle Prüfungen bestanden hat, wird sie aufgenommen in die Welt der Götter, in die Welt ihres Ehemannes, der nun eben mit Hilfe des Vaters auch das Gebot der Mutter übertreten kann. Diese Prüfungen entsprechen Prüfungen, die wir aus der Märchenwelt kennen, nämlich sie hat Helfer aus der Natur. Da ist zum Beispiel eine Pflanze, das Schilfrohr, Kalamos. Und Kalamos bezeichnet eben auch ein Schreibgerät und damit letztendlich ein Werkzeug für die Dichtung. Und zum anderen war Kalamos der Sohn des Zephyrs. Und Zephyr ist ein Windchen. Und genau dieser Zephyr ist es auch, der Psyche immer wieder liebevoll auffängt und von dem Gebirgsfelsen herunterträgt in den Palast und sie nicht zu Tode kommen lässt. Und dieser Kalamos, eben der Sohn des Zephyrs, der hat auch für den Geliebten in den Tod gehen wollen. Also von daher ergibt sich eine inhaltliche Verbindung zu dem Schilfrohr. Zum anderen haben wir Tiere, die ihr helfen. Da sind zum einen die Ameisen. Also Tiere, die ganz unten auf der Erde herumwuseln, und ihr helfen, unzählbare Getreidekörner, zu zählen. So ein Motiv, ein ähnliches Motiv haben wir ja auch bei Aschenputtel, wenn die Tauben Aschenputtel helfen, die Körner, die Erbsen von den Linsen sind es, glaube ich, herauszusortieren. Das waren Erdbewohner sozusagen. Das nächste Tier, das ihr hilft, ist der Adler, eigentlich der Vogel des Zeus, ein Wesen, was sich in der Luft bewegt, also da schon eine Vorausdeutung auf die Hilfe, die ihr dann später von Seiten des Zeus bzw. des Jupiters entgegenkommen wird. Und dann ein Turm, der ihr hilft, indem er ihr erzählt, wie sie sich in der Unterwelt verhalten soll. Also Psyche muss, um eine zur wahren Frau, zur liebenden Gemahlin heranreifen zu können, Prüfungen bestehen. Sie gerät immer wieder in Todesgefahr.
Sie muss eben zum Beispiel den Todesfluss, den Styx, überfahren, kommt dann bei Proserpina an, reist in die Unterwelt, hat Gaben dabei, die sie den Unterweltsgestalten geben kann, um sie zu besänftigen, und begeht wieder einen Fehler. Sie ist nämlich wieder zu neugierig, öffnet das Kästchen und fällt in einen Todesschlaf. Schneewittchen wird vom Apfel beißen und eben auch in einen Todesschlaf versetzt werden. Man nennt ja auch den Beischlaf den kleinen Tod. Also von daher ergibt sich eine Fülle von Assoziationen. Wir haben also eigentlich eine Geschichte der Initiation eines Mädchens zur Frau. Und wichtig ist bei dieser Art von Initiation, dass die Mädchen neugierig sind. Sie übertreten Gebote der Eltern. Sie sind neugierig auf den Mann. Und sie tun verbotene Dinge, die ihnen dann aber auch helfen, den Mann zu erkennen und in seine Welt überzutreten. Letztendlich ist das ja auch die Geschichte von Adam und Eva, dass Eva das Gebot der Eltern übertritt, des Vaters, der Götter, des Götterpaares, und eben den Apfel pflückt und davon beißt und ihrem Mann gibt. Also das Übertreten des Verbots, der Wissensdrang junger Menschen, nur er kann dazu führen, dass es zu einer sexuellen Begegnung zwischen Junge und Mädchen kommt. Und das wird nun eben sehr amüsant und witzig geschildert in dieser Erzählung und hat eben auch diesen tiefen Sinn, ist eigentlich auch eine sehr weise Erzählung und hat aufgrund dieser Weisheit, die sie enthält, eben eine große Nachwirkung auf die Künstler ausgeübt, bis hin zu Skulpturen von Auguste Rodin oder Paul Hindemith in der Musik. Das Mädchen, das vom Mann erkannt wird, das vom Pfeil der Liebe getroffen wird und einen Blutstropfen verliert, das mit dem herabtropfenden Öl Licht ins Dunkel der Nacht bringt und auch den Mann nun zur Erkenntnis der Frau im Lichte, ja, eben im Lichte zwingt und ihr eben dazu verhilft, eine Frau zu werden. Psyche wird schwanger, ohne es zu begreifen. Es ist Amor, ihr Mann, muss es ihr sagen. Sie ist vollkommen unaufgeklärt. Und andererseits begegnet ihr eben in ihrem Mann eine grässliche Schlange, der Penis, eine aufgerichtete Schlange. Und dadurch ergeben sich sehr viele erotische Momente, die diese Erzählung eben auch amüsant machen. Und zum anderen eben auch eine sehr weise Erzählung, ein Reifungsprozess, vom Sterblichen zum Unsterblichen werden, und zwar durch die Kraft der Liebe. Die Liebe, die eine Himmelsmacht ist, die einen vom Menschen, von einem normalen Mädchen zur Göttin erhöht. Psyche, das griechische Wort bezeichnet auch den Schmetterling und die Seele. Ebenso werden in den Darstellungen, wenn man Schmetterlinge auftauchen, dann sind das eben sehr oft auch Darstellungen der menschlichen Seele. Und dadurch bekommt das Ganze natürlich auch noch einen Assoziationskreis, der es sehr malerisch macht, sehr leicht macht, sehr einfach schön macht, diese Vorstellung der Seele auch als Schmetterling. Kommen wir ein bisschen auf den Gott Amor zu sprechen. Wir haben ihn ja am Anfang vorgestellt. Amor, ein junger Mann,
der zunächst auch eine körperlose Stimme ist und sich nicht im Lichte offenbart. Auch er muss vom Unbewussten zum bewussten Mann werden. Auch er muss sich für die Frau entscheiden. Er hat das Gebot der Mutter übertreten. Das Gebot war ja, dass er Psyche ausliefert an ein Monster. Das hat er übertreten und hat sie sich selbst zur Frau genommen. Und nun hat er das Gebot übertreten und ist nun auch verletzt worden, eben durch diesen Tropfen aus der Öllampe. Unbewussten zum Bewussten, wenn man sich sein Verhalten anschaut, so ist es wirklich feministisch gesprochen typisch ein Mann. Denn immer, wenn er den Beischlaf vollzogen hat, flieht er. Er haut einfach ab, er steht nicht zu seiner Frau und muss dann wirklich begreifen, dass er sich gegen die Mutter auflehnen muss, indem er nun in die Welt der Väter rekurriert und Jupiter bittet, ihm zu helfen. Und das tut Jupiter, indem er Psyche Ambrosia gibt. Amor verlässt also sozusagen die Ordnung der Mütter und geht über in die Ordnung der Väter, eben in die Welt der Männer. Es ist eigentlich eben eine Geschichte vom Baume der Erkenntnis zu essen, seinen sexuellen Partner zu erkennen, vom Unbewussten zum Bewussten zu gelangen, vom Körperlosen zum Körperlichen, vom Nichtsehen zum Schauen und vom Menschen zum himmlischen Wesen. Ich möchte ein paar Stellen aus dieser Geschichte vorlesen, die einfach zeigen, wie amüsant Apuleius nun dieses doch sehr weise Geschichte erzählt, wie man einfach lachen muss, weil man auf Wesen trifft, die einem mehr oder weniger aus dem eigenen Umfeld doch vertraut sind. Ich schildere Ihnen einfach mal, wie eine der beiden Schwestern ihren eigenen Ehemann beschreibt. Ich Unglückliche, habe dagegen einen Mann erwischt, der erstens älter als mein Vater ist, zweitens einer, der kahler als ein Kürbis und schwächer als jeder beliebige Junge ist und das ganze Haus mit Riegeln und Ketten versperrt und sichert. Da fiel ihr die andere Schwester ins Wort. Ich aber muss mir einen auch noch von der Gicht geschlagenen und verkrümmten und darum nur selten meine Gefühle erwidernden Mann gefallen lassen. Wie oft muss ich seine verbogenen, steinharten Finger massieren, mir diese zarten Hände hier mit übel riechenden Heilmitteln, hässlichen Lappen und ekligen Breiumschlägen verbrennen und nicht die pflichtenreiche Gattin, sondern eine mühenreiche Ärztin spielen. Also hier ein Bild von älteren Ehemännern, die die Schwestern unglücklich machen. Die Venus ist wirklich eine Gottheit, die es in sich hat. Eine elterliche Schönheit, die wütend wird. Und vor allem wütend, weil hier jedem eine Nebenbuhlerin in der Schönheit erstanden ist. Venus aber war ernstlich böse und rief im selben Augenblick: So hat also mein trefflicher Herr Sohn bereits eine Freundin. Los, du dienst mir ja allein mit hingebender Liebe. Ermittle den Namen dieser Person, die den edlen, noch nicht flüggen Knaben verführt hat. Mag sie zum Volk der Nymphen, zur Schar der Horen, zum Reigen der Musen oder zur Dienerschaft meiner Grazien gehören. Die geschwätzige Möwe konnte den Schnabel nicht halten. Ich weiß nicht, Herrin, sagte sie, ich glaube, ein sterbliches Mädchen liebt ihn bis zum Verschmachten. Wenn ich mich recht entsinne, heißt sie Psyche. Da schrie Venus in höchster Empörung laut auf.
Die Psyche, die Nebenbuhlerin meiner Schönheit, die nach meinem Namen trachtet. Wenn es wahr ist, dass er die liebt, dann hat das Früchtchen mich wahrhaftig für eine Kupplerin gehalten, deren Hinweis er die Bekanntschaft mit dem jungen Ding zu verdanken habe. So schrie sie auf, tauchte schnell aus dem Meere auf und eilte ohne Umwege in ihr goldenes Schlafgemach. Dort fand sie, so wie man es ihr erzählt hatte, ihren erkrankten Sohn. Schon gleich in der Tür schrie sie ihn mit lauter Stimme an. »Das ist ja wirklich eine Ehre für mich und passt großartig zu unserer Familie und sehr gut zu der guten Erziehung, die du genossen hast. Erst trittst du die Befehle deiner Mutter, nein, deiner Gebieterin mit Füßen und quälst meine Feinde nicht durch eine erniedrigende Liebe. Dann versuchst du dich gar noch als Junge deines Alters in verfrühten, ausgelassenen Umarmungen. Sicherlich, damit ich mich mit meiner Feindin als Schwiegertochter abfinden soll. Jedenfalls bildest du taugenichts und unliebenswürdiger Verführer dir ein, du seist allein mein edler Sprössling und ich bei meinem Alter keiner Schwangerschaft mehr fähig. So lass dir denn gesagt sein, dass ich einen noch viel besseren Sohn als dich zur Welt bringen werde. Ja, damit du die Schmach noch tiefer empfindest, werde ich einen von meinen Haussklaven adoptieren und ihm diese Schwingen und Flammen, den Bogen und auch die Pfeile, überhaupt meine ganze Ausstattung schenken, die ich dir nicht zu solchem Zwecke gab. Ja, also sie ist wütend, dass dieser junge Mann sie schon früh sozusagen zu Großmutter machen will und dass er ihr Gebot übertreten hat. Aber ich werde dir dieses Spiel zu verleiden wissen. Du wirst schon noch merken, wie herb und bitter diese widerliche Ehe ist. Aber was soll ich zum Gespött geworden jetzt anfangen? Wo soll ich hin? Wie kann ich diesen Betrüger empfindlich strafen? Soll ich von meiner Feindin Enthaltsamkeit Hilfe erbitten, die ich so oft mit der Verzärtelung meines Sohnes gekränkt habe? Und so weiter und so fort. Also die Wut der Venus kommt hier deutlich zu Wort. Noch eine kleine Stelle der wütenden Venus, die einfach sehr amüsant ist. Da begann Venus erneut zu lachen. »Sieh mal an«, sagte sie, »mit dem Kinde unter ihrem Herzen will sie unser Mitleid erwecken, denn sie will mich ja mit einem prächtigen Kinde zur überglücklichen Großmutter machen. Wie bin ich doch zu beneiden! In der Hochblüte meiner Jahre wird man mich schon Großmutter nennen und der Sohn einer niedrigen Magd wird Enkel der Venus heißen. Doch was rede ich, Törin, ohne zwingenden Grund von einem Sohne? Die Ehe ist ja nicht standesgemäß. Und außerdem in einem Landhause ohne Zeugen, ohne Einwilligung des Vaters geschlossen. Sie kann nichts als rechtsgültig anerkannt werden. So ist mit der Geburt eines unehelichen Sohnes zu rechnen, sofern wir dir überhaupt erlauben, das Kind auszutragen.« Nun setzt, das ist auch, finde ich, ausgesprochen witzig, Venus setzt einen Beauftragten, Merkur, also den alten Gott Hermes, diese Psyche zu finden, damit sie ihr eben auch Prüfungen auferlegen kann, sie foltern kann. Und Merkur gibt einen Steckbrief heraus, einen Steckbrief, so wie man flüchtliche Verbrecher im Römischen Reich gesucht hat. Und das ist so ein sachlicher Steckbrief, ausgesprochen witzig mitten in dieser Geschichte über Götter. Da will ich Ihnen den Wortlaut vorlesen. Wenn jemand die flüchtige Prinzessin und Magd der Venus mit Namen Psyche auf ihrer Flucht anhalten oder ihr Versteck nachweisen kann, soll er sich hinter den Zielsäulen im Zirkus in der Nähe des Tempels der Venus Murcia bei dem Götterherold Merkur melden. Er erhält zum Lohn für seine Anzeige von Venus selbst 7 süße Küsse und dazu einen durch das schmeichelnde, anregende Spiel der Zunge besonders versüßten. Ein Steckbrief auf die Psyche. Und ganz zum Schluss noch die Entscheidung von Zeus, Psyche in die
Götterwelt aufzunehmen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil er sagt, am besten ist es für diesen leichtsinnigen jungen Mann, wenn er verheiratet ist, denn in der Ehe verfliegt alle Begierde, um es auf einen einfachen Nenner zu bringen. Also, vorn auf einem erhöhten Thronsessel sitzend, verkündete der erhabene Jupiter Folgendes. Ihr Götter, die ihr auf der Musentafel verzeichnet seid, wisst ja alle, dass dieser junge Mann unter meinen Händen aufwuchs. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass man die hitzige Angriffslust seiner ersten Jugend irgendwie zügeln und dämpfen solle, dass er täglich wegen Ehebruchs und aller möglichen Verführungskünste in peinliches Gerede gekommen ist, ist schlimm genug. Man muss ihm nun jede Möglichkeit zu solchen Sünden nehmen und die jugendliche Lust an Ausschweifungen durch die Fesseln der Ehe binden. Er hat sich ein junges Mädchen erkoren und zu seiner Frau gemacht. Er soll sie als rechtmäßige Gattin behalten und in der Umarmung der Psyche für immer das Glück seiner Liebe genießen dürfen. Das ist also jetzt die entzückende Geschichte vom römischen Gott Amor und seiner Frau Psyche, die nur noch menschlich, allzu menschlich dargestellt wird.